Sie hören Tödliche Töne, Fräulein Meißner ermittelt. Geschrieben von Heike Beardsley. Gesprochen von Esther Barth. Produziert und veröffentlicht von Miss Motte Audio. Kapitel 1. Ein letzter Blick in den Spiegel, ein kritisches Zupfen am bunten Hut und Lotte Meißner wandte sich mit einem zufriedenen Grunzen ab. Wie jedes Mal, wenn sie ihr kleines Häuschen verließ, kontrollierte die rüstige alte Dame den Sitz ihrer Kopfbedeckung. Das Haus ohne passenden Hut zu verlassen, würde Lotte niemals einfallen. So besaß sie mittlerweile eine beachtliche Sammlung, die sie in einem großen Regal im Hausflur aufbewahrte. Heute hatte sie sich für ein hellblaues Exemplar mit roter Feder entschieden. Beim Heraustreten in den schmalen Gang konnte sich Lotte gerade noch abfangen, bevor sie stolperte. Entrüstet blickte sie auf das kleine, haarige Hindernis, das sie mit großen Augen ansah. »Willst du, dass ich mir den Hals breche, Käthe? Wer soll dich denn dann Gassi führen?« Bei diesem Stichwort wedelte das Tier eifrig mit dem Schwanz. In ihrem Fall wackelte jedoch das gesamte Hinterteil, da sie rassebedingt nur ein kleines Stummelschwänzchen besaß. »Gleich, Käthe. Wir gehen ja gleich zur Probe«, vertröstete Lotte ihre französische Bulldoggendame, die daraufhin direkt vor der Haustür parkte. Eines ihrer Ohren stand wie immer schnurgerade in die Höhe, während das andere schlaff nach unten hing. Lotte ergriff ihre Handtasche, zupfte ein letztes Mal den Hut zurecht und verließ in Begleitung einer aufgeregt hechelnden Käthe das Haus. Da ein kühler Wind wehte, zog sie ihren Hut etwas tiefer in die Stirn. Für Ende März war es empfindlich kalt und es wurde noch früh dunkel.